Hey, was geht ab, Freunde? Heute fahren wir zum Kottbusser Tor. Ich habe gehört, da gibt es immer weniger Dealer und es herrscht die Null-Toleranz-Grenze. Keine Dealer mehr, keine Leute, die antanzen, keine Leute, die andere Leute beschämen, keine Dealer, keine Leute, die Rauschgift verkaufen. Kommt mir auch irgendwie so komisch vor, weil damals Kottbusser Tor einer der größten Brennpunkte waren. Wir quatschen nicht so viel, komm, wir fahren direkt hin. Six Oil in the Mix, herzlich willkommen zu einem Video. Wir sind am Kottbusser Tor. Junge, was hupst du denn? Es herrscht null Toleranzgrenze. Ja? Polizei an jedem Ort, an diesem Ort. Und ich habe jetzt auch schon ein bisschen gesehen, dass hier Patrouillierungen kontrollieren. Ja? Da hinten steht ein Streifenwagen natürlich, da sind die zwei Polizisten. Vorhin wurde auch ein Typ abgeführt. Ja, ja, das ist so der Vibe, Freunde. Das ist so der Vibe. Blaulicht ist an. Seitdem ist ja auch schon so, dass Kotti ist wirklich schon sehr, sehr lange sauber, dass hier wirklich aufgeräumt wird. Dass hier die ganzen Dealer richtig festnehmen und immer weghauen. Seitdem hängt ja auch nicht wirklich, hängen nicht mehr so viele hier rum. Ja? Also es wurde schon dementsprechend gesäubert. Ich sehe keinen einzigen Dealer mehr hier. Guck mal, die hauen wieder ab. Die hauen wieder ab, Freunde. Ja? Vorhin habe ich gesehen, wie einer festgenommen wurde. Kreuzberg, Zentrum. Kreuzberg City, Zentrum. Kotti, wie ihr seht. Cooler Ort. Heute ein bisschen ruhiger. Da war ein Typ, der festgenommen worden ist, aber am Tag mindestens 3 bis 5. Und dann kommen die auch wieder. Ja, wer schreit hier rum? Was geht ab? Was geht ab? Meinst du mich? Ja, genau. Peace. Was geht? Bruder, warum ist hier auf einmal so ruhig? Keine Dealer, nix? Keine Ahnung. Heute Scheiße. Heute Scheiße, sagst du, ja? Wir hören uns. Jungs wieder erkannt von der Seite. Ja, ist grün, Bruder. Früher, ihr kennt doch wahrscheinlich die ganzen Dokumentationen mit den ganzen Antänzern und so, die hergekommen sind, Leute abgezogen haben. Die gibt es nicht mehr. Die gibt es nicht mehr am Kotti. Weil immer mehr Tourismus dazu kommt, immer mehr Leute, die zu feiern herkommen und. Aber so ein bisschen Vibe gibt es hier mit Graffiti und ein paar anderen Sachen. Bürgermeister immer offen, Alter. 24/7. Obdachlosigkeit wie nach zuvor. Und ja. Bürgermeister, schaut euch mal bitte an, was da abgeht. Einer der beliebtesten Bürger in Berlin. Mittlerweile auch nicht mehr der beste, meiner Meinung nach. Jetzt gibt es auch schon mehr in Richtung Badstraße da. Smack Burger finde ich um Welten besser als diesen Bürgermeister. Ja. Ist nur meine Meinung. Ja. Aber der Kotti blüht an einem Samstag, Freunde. Immer sehe ich dich, reicht doch. Was geht, Bruder? Alles klar? Ich bin überall. Immer sehe ich dich, sagt er. Kotti sonst immer das Standard vermüllt. Immer das Tourismus. Hi. Immer dasselbe halt. Ne? Also Kotti ist halt Kotti. Ne? Es ist jetzt wirklich nicht schlimm. Und es ist aber auch nicht besser geworden in Richtung Sauberkeit. Aber die Kriminelle werden jetzt immer weniger. Wirklich. Es gibt immer weniger Kriminelle. Guck mal, da die Polizei patrouilliert ständig an jeder Ecke. Und ja, Kottbusser Tor, Freunde. Ich dachte mal, ich mache mal wieder ein Video hier auf meinem Zweitkanal. Alles bleibt auf Deutsch. Ich wollte eigentlich auf Englisch machen, aber ihr wisst ja, wie das ist manchmal. Die Jungs telefonieren rum, denken bestimmt, okay, die Polizei ist weg, jetzt könnt ihr wieder rauskommen. Ja. Was gibt denn hier eigentlich in den Ecken? Die sind auch übrigens alte Drehorte von Berlin Tag und Nacht. Das sind so die Drehorte hier, an der Ecke zum Beispiel. Überleg gerade, was geht da ab? Warum gehen die da hin? Boah, schöne Ecken hier auf jeden Fall. Wir wollen kurz mal gucken, was da so abgeht. Einfach reingegangen, Bro. Einfach rein da, warum nicht?
Boah, schaut mal bitte, wie das hier aussieht. Das ist Lifestyle, Freunde. Schaut mal bitte den Müll an. Mal sehen, wo wir hier lang gehen. Was sagt ihr? Oder? Kotti von oben so ein bisschen. Bruder, wo sind wir hier gelandet? Das ist nichts. Machst du noch einen Club raus? Bitte Ruhe, quiet. Was ist das hier, Bruder? Party? Ja. Alles gut bei euch? Club Party? Achla Alam. Dankeschön, Bruder. والله كاين عنده بدا فراك واش دابا درنا اوكي اصلا اوكي حبيبي شكون كان ماسكو بدا ايش كلوبس في ستودنت مش بين كاين ستودنت ايش كي ويدا Grüße gehen raus an euch Bruder. Ist live gerade? Nicht live, aber ich mache ein kleines Video, weißt du, ich meine. Boah, die Ecke ist schon hart, Bruder. Okay, Freunde, wir gehen wieder runter, ja. Achle Harlem. Danke an den jungen Mann, was auch immer das bedeutet. Kreuzberg. Touris. Ja, wir müssen übrigens in die U-Bahn. Jetzt ein bisschen falsch gelaufen, aber ist ja egal. Hier ist grün. Polizei nochmal da in den Ecken. Zeig ich mal ganz kurz die Polizei da hinten auch noch. An jeder Ecke. Da steht ein Streifenwagen, seht ihr das? Es ist echt krass, die ziehen das wirklich durch. Null Toleranzgrenze. Die hauen jeden hier weg, der hier Drogen verkauft. Jeden, der verdächtig ist. Und jeder, der hier Stress macht, kommt auch weg. Krass, Digga. Der Cottbusser Tor hat sich wirklich sehr krass verändert. Eigentlich könnte ich das auf meinem Hauptkanal schon raufknallen und nicht auf meinem Zweitkanal. Wo sind die ganzen Drogendealer hin? Wo sind die ganzen Kriminellen? Nichts. Absolut nichts mehr da. Krass, wie sauber das hier ist. Also im Prinzip jetzt mittlerweile sehr ruhig und sauber. Ja. Schaut mal da hinten auf, Sirenen. Die machen hier absolut sauber. Die räumen hier überall auf. Also der Cottbusser Tor ist nicht mehr der alte. Ist nicht mehr wie früher. Nein, gibt's schon ein paar. Gibt's schon ein paar, aber nicht so wie vorher. Ja, wir gehen jetzt runter zur U-Bahn. Also was da war. Übrigens auch demnächst mit den U-Bahn-Linien. Seht ihr die Station dann nochmal? Ja, heftig, Digga. Es hat sich auf jeden Fall sehr viel verändert. Mann, das ist die U8. U8 ist einer der schlimmsten in Berlin. Schaut euch die Ecken an. Heftig. Das ist die U8, Freunde. Ja, ist nicht mehr. Ist nicht mehr so früher. Ja, geht eigentlich. Freunde, das war's mit dem Video. Ich bin draußen. Sollte ein kurzes Impression sein. Kurz Eindruck. Ja, mein Name ist J6, all in the mix. Danke fürs Zugucken. Vielleicht kommt es ja auf meinen Zweitkanal, vielleicht aber auch auf meinen Hauptkanal. Freut ihr euch demnächst auf die U-Bahnhöfe? Die Leute, die mir länger folgen, die wissen, wovon ich spreche. Ja, ihr habt ja zwischendurch die Ausschnitte gesehen, um die Authentizität besser abzufangen oder einzufangen. Danke auf jeden Fall fürs Zugucken. Fürs Zugucken. Six All in the Mix. Abonnieren, aktivieren, kommentieren. Daumen nach oben, ganz, ganz wichtig. Bis zum nächsten Video. Danke.